Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Afrika Live Teams und des Deutschen Filmmuseums. Und ich freue mich, dass wir heute Abend einen weiteren Gast hier haben. Und ich möchte ganz herzlich Ramadou Keïta hier begrüßen. Herzlich willkommen. Ramadou Keïta stammt aus dem Niger. Aus der Sahelregion und ist Nachfahre in einer der ältesten Dynastien, der Dynastie von Sundaya Keïta. Sie hat in Paris Philosophie und Sprachwissenschaft studiert und ist dann nach ihrem Studium auch in Frankreich geblieben und war überwiegend als Journalistin tätig, überwiegend auch für Fernsehanstalten und hat da sehr bei unterschiedlichen Anstalten gearbeitet. Zum Beispiel für Antenne 2 hat sie ein Nachrichtenmagazin, hat sie Beiträge für ein Nachrichtenmagazin L'Assiette Anglaise gemacht. Sie hat für die Rundfunkanstalt im Niger, für Télé Sahel eine Dokumentarreihe Jassari über Geschichtenerzähler und Griots im Niger gemacht und sie hat für Arte zwischen 92 und 97 ein Fernsehmagazin produziert, Femme d'Afrique, insgesamt 26 Folgen. Genau, sie hat ihren ersten Dokumentarfilm 2005 gedreht. Das war Alessi, une actrice africaine, wo es um die Schauspielerin Salika Soule ging. Der Film lief damals auch hier auf dem Festival und sie war damals auch schon mit dem Film hier zu Besuch gewesen. Sie hat dann vor 2-3 Jahren einen Kurzfilm gedreht, Ginaria, also ähnlich wie der Titel des heutigen Filmes, The Golden Ring, der auch... genau, in sehr enger Beziehung steht zu dem langen Film, den sie dann schließlich drehen konnte im letzten Jahr, den wir heute Abend sehen, Sinaria, The Wedding Ring. Und mehr darüber werden wir dann nach dem Film im Gespräch mit ihr erfahren. Mm-hmm. You want to say just a few words? Or? Just a hello. Maybe just say hello. Bonsoir et merci d'être là ce soir. Ja, guten Abend und so schön, danke, dass Sie hier sind. J'aime beaucoup partager mon univers avec le monde. Ja, ich teile mein Universum gerne mit der Welt. Et donc je suis contente qu'on soit ensemble et que qu'on puisse après discuter. Ja, und ich freue mich, dass wir also nach dem Film dann in eine Diskussion einsteigen können. Et il y a quelque chose que j'aime dire dès le départ, parce que j'en suis très fière, c'est un film qui est 100% des fonds africains. Ja, und das würde ich doch noch gerne vor dem Film vorausschicken und ich bin also wirklich mordstolz darauf, dieser Film wurde also 100%ig mit afrikanischen Mitteln, also mit afrikanischem Geld gedreht. Merci. Je crois que c'est la première fois qu'un film de cette envergure-là est financé 100% par l'Afrique et je suis très contente de cela parce que c'est comme un signe que l'Afrique est en train de prendre possession de sa propre image. Ja, und was mit dieser 100%igen Finanzierung durch Afrika, es hat ja auch einen hohen Symbolwert, es zeigt ja auch, dass Afrika also seine eigenen Bilder schaffen und auch finanzieren kann. Alors, bonne projection et puis à tout à l'heure. Ja, also eine schöne Filmvorführung und bis nachher. Merci. Ja, ich fange mit einer Frage an. Und zwar ist die Idee ja schon vor sehr, sehr vielen Jahren entstanden, fast 10 Jahre her. Und was war sozusagen damals der erste Gedanke oder die Grundidee und wie hat sich das Projekt entwickelt? Thank you.
Déclencheur de l'idée, donc qu'est-ce qui m'a donné l'idée? C'est ça. C'est là où j'ai grandi. C'est les histoires que nous racontent. Mon père aimait beaucoup raconter beaucoup d'histoires. Il aimait beaucoup raconter des histoires d'amour. Et aussi, mon père a grandi au sultanat de Zinder. Vous avez dit au début, je suis d'une ancienne famille aristocratique. Et la sœur de mon père était mariée au sultan de Damagara, au sultan. Et quand elle allait au mariage, elle a voulu amener son petit frère avec elle. Donc mon père est né au et a grandi dans le sultanat. Okay, jetzt. Ja, die Entstehungsgeschichte des Films ist ja so, also ich komme aus dem Niger, habe von meinem Vater als Kind, also als kleines Mädchen, sehr viele Geschichten, Erzählungen gehört. Ich komme aus einer uralten, aristokratischen Familie und so der Punkt, wo ich also anfing oder wo die Idee zu dem Film Gestalt annahm, das war dann die Hochzeit meines kleinen Bruders. Et donc mon père, qui a grandi au Sultanat de Zinder, dans le Sultanat de Damagara, Zinder étant la capitale de Damagara, il aimait beaucoup nous raconter son enfance, là où il a grandi, et les fastes du sultanat, les chevaux, les fêtes, les bijoux, l'or, les tissus, et les griots, enfin tout ce faste-là d'un riche sultanat. Donc il aimait bien beaucoup nous raconter. Also, und mein Vater ist ja in diesem sehr reichen Sultanat und auch in diesem sehr prächtigen Sultanat aufgewachsen. Und er hat also es wirklich geliebt, uns diese ganzen Glanz, also die Pferde, die Kleider, den Reichtum, die Riten, all das hat er uns oft und viel erzählt. Et moi, pendant mes vacances scolaires, j'ai grandi, j'ai passé mes vacances dans des palais du Sahel, des palais. On a de très anciennes villes, millénaires parfois, avec de très beaux palais, une très belle architecture. Ja, und ich habe also meine Ferien in diesen herrlichen, prächtigen, uralten Palästen in der Sahel-Region verbracht. Et comme apparemment personne ne les connaît, voilà, j'aime bien les partager avec le monde entier. Ja, und die scheint ja offensichtlich kaum jemand zu kennen. Und meine Absicht war es also auch, diesen Glanz und diesen Reichtum mit allen anderen zu teilen. Je voudrais faire connaître aussi ces cultures qui m'ont construite et qui font que je suis là aujourd'hui devant vous. Und ich wollte also auch diese Kulturen zeigen, die also für meine Entwicklung maßgeblich waren und sie heute mit Ihnen teilen. Die Personen, die in dem Film mitgespielt haben, das waren dann auch alles Leute aus der Region und im Prinzip, gut, sie haben gespielt, aber sie haben dann auch sich selbst gespielt und haben auch ihre, genau, ihre Riten und alles gespielt. Alors, dans les acteurs, il y a des professionnels, il y a aussi des gens qu'on a trouvé dans la rue, parce que leur physique était intéressant pour le film. Ja, es ist so, es gibt einerseits professionelle Schauspieler, dann gibt es aber auch viele, denen wir auf der Straße begegnet sind, weil es, ja, also die halt Gesicht oder Gesichtszüge oder sonst irgendwie was Auffälliges hatten, was uns gefallen hat. Alors, par exemple, le tisserand, qui est dans le film, donc chez nous, les anciennes familles aristocratiques comme ça, on a toujours un tisserand à la maison qui prépare les voiles des jeunes filles pour le mariage, qui prépare, qui coud tout ce qu'il faut, les cadeaux et tout ça. Et lui, c'est vraiment le tisserand de notre famille.
Ja, und was also den Weber anbelangt, der ist also echt der Weber unserer Familie, und Aufgabe der Weber ist es ja also die Hochzeitsgewänder der Frauen, die also heiraten, ja, die Hochzeitsgewänder zu weben, und aber auch so alle sonstige Bekleidung. Alors, je voulais pas le prendre comme acteur. Et je cherchais un acteur professionnel parce que je trouvais que le rôle était très difficile. Et tout le monde me disait, mais tu vas prendre un acteur professionnel qui ne sait pas faire les gestes et tout ça. Il faut du temps pour apprendre. Il faut l'essayer. Et je dis, non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'est pas acteur. Alors, il a entendu qu'on disait ça. Il dit, mais non, je vais essayer. Je vais essayer. Et il a essayé. Il est formidable. Ja, und am Anfang hatte ich ja große Bedenken. Ich dachte, nee, also der bringt es einfach als Schauspieler nicht, und habe dann auch mit den anderen darüber geredet, und er hat das also auch mitbekommen, und die anderen hatten also vorher auch gesagt, ja, also bist du ein Schauspieler, so die ganzen professionellen Gesten, bist du ja die drauf hat, also das dauert ja auch ewig lang, und wie gesagt, der Weber, der echte, der hat es also mitbekommen und hat gesagt, ja, also ich könnte es ja auch mal versuchen, oder wir könnten es ja mal versuchen. Und dann ging das wunderbar. Gibt es schon direkt Fragen aus dem Publikum? Achso, okay. Erst da hinten, dann komme ich nach. Die Tia hatte mit ihren Freundinnen ja diese Hochzeitsrituale schon gemacht gehabt mit dem Hochzeitsdiadem und den Sachen. Wäre das eher in der kulturell verboten gewesen? Gehört das nicht zur eigentlichen Hochzeitszeremonie? Weil das ja eigentlich auch dieser Priester oder Ober hatte das ja empfohlen. Aber würde es nicht rein theoretisch zur Hochzeitstheorie gehören? Alors, je sais pas si je comprends la question, mais je vais. Also, ich versuche es mal zu antworten. C'est-à-dire, à un moment, le médium demande à Tia, là où vous vous êtes rencontrés, comment on attache un mariage. Wollten Sie jetzt wissen, wie die Sache bei dem Medium war, also wo Tia da hingegangen ist und wie also so ein Medium eine Ehe gestaltet, oder habe ich das so richtig verstanden? Parce que chez nous, on dit attaché à mariage. Bei uns heißt es also, und ich übersetze es jetzt mal wörtlich, also so eine Ehe zusammenbinden oder binden. Ça veut dire quel est le symbole qui va symboliser, l'objet qui symbolise le mariage. Und da braucht es also einen Gegenstand dazu, der die Ehe symbolisiert oder die Eheschließung symbolisiert. Et en Europe, c'est une bague, c'est une alliance. Und in Europa ist es halt ein Ehering. Enfin, je crois, en tout cas en France, c'est une bague. Also, ich glaube es jedenfalls. Jedenfalls ist es in Frankreich ein Ehering. Et donc, elle a dit que c'est une bague. Et donc, c'est à travers cette alliance-là qu'il va faire toutes les prières qu'il faut pour que le mariage puisse se faire. Ja, und das Medium hat gesagt, ja, ich brauche einen Ehering. Und um diesen In dem Moment, wo er diesen Ehering hatte, konnte er also auch diese ganzen erforderlichen Gebete, Rituale ausführen, die für eine Ehe erforderlich sind. Sauf que personne ne doit mettre la bague avant. Nur, und das ist ganz streng, vorher darf niemand den Ehering anziehen. Alors, il y a la copine Reine Pocou qui intervient. Et on ne sait pas vraiment si la bague est mise ou pas. Ça n'a pas grande importance. Ja, und dann kommt die Couperin und sagt, und hat sich ja den Ring schon vorher angezogen, und dann weiß man nicht so ganz genau, was passiert. Parce qu'en fait, la famille de l'émir, ils cherchaient le poids d'or
pour venir présenter, demander la main. Et ils ont mis du temps à trouver cet or, le poids d'or. C'est ça la dot chez nous et dans les familles aristocratiques. Et donc, ils avaient du mal, puisque notre or est pillé, n'est-ce pas? Donc, ils ont eu du mal. Ja, und so bei einer klassischen Eheschließung in diesem aristokratischen Umfeld war es so, also dass die künftige oder die künftige Ehefrau, die musste in Gold aufgewogen werden und also so viel Gold musste zusammengebracht werden als Mitgift, ja. Hat sie ihren Freund geheiratet oder war es eine arrangierte Ehe? Est-ce qu'elle a marié son petite son ami ou est-ce que c'est un mariage arrangé? Pourquoi elle pose cette question? Und warum stellen Sie diese Frage? Parce que j'aimerais comprendre. Quand elle vient, la femme avec pour dire qu'elle est envoyée par l'émir pour son fils, elle est amoureuse de l'émir, du fils de l'émir. C'est avec elle est amoureuse du fils de ils sont amoureux, ils se sont rencontrés étudiants et ils ont attendu. Elle était inquiète parce qu'elle ne le voit pas venir. On comprend qu'ils ont mis du temps à trouver l'or pour venir demander sa main et on vient demander sa main. C'est le fils de l'émir. Elle dit, je viens envoyé par le fils de l'émir de Maiduguri. Also, sie ist ja geschickt worden von dem Sohn des Emirs von Maiduguri. Und es war ja auch so einfach, um dieses ganze Gold aufzutreiben, das war nicht so einfach und deswegen hat es auch so lange gedauert. Pour moi, ça n'aurait pas de sens qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre qui n'est même pas dans le film. Ça n'a pas de sens. Ja, und für mich macht es jetzt einfach keinen Sinn, also dass sie dann jemand anders heiratet und einen, der noch nicht mal im Film auftaucht. Alors, ou elle se marie avec son fiancé qu'elle a rencontré et qu'elle attend, ou c'est un autre, mais à ce moment-là, on verra l'autre. Ja, also entweder heiratet sie also ihren Verlobten oder dem sie versprochen wurde oder einen anderen und dann macht es ja keinen Sinn. Entschuldigung, das verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht. Je comprends rien du tout à ça. Das macht doch eigentlich für uns als Zuschauer nur Sinn, wenn sie wirklich diesen Freund heiratet. Und ich konnte ihn auch nicht sehen in dieser Hochzeitsgesellschaft, die da ankam. Ça faisait seulement du sens qu'elle se marie avec son ami et je crois que la dame en tant que cette amie de France. Comment? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle a dit. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Quoi? Qu'est-ce qu'elle ne comprend toute pas? Cette histoire. Non, mais il faut lui demander qu'est-ce qu'elle ne comprend pas. And that's why I think they didn't know if it was really okay. Him. Okay. So, because yeah. Donc il faut savoir que nous, chez nous, quand il y a un mariage, on voit pas le couple ensemble. Also vielleicht muss ich vorausschicken, dass also bei uns vor einer Eheschließung man das Paar nicht zusammen sieht. Il faut accepter que le monde entier ne vous ressemble pas. Und sie müssen wohl akzeptieren, dass also der Rest der Welt ihnen nicht ähnelt. Et heureusement. Und Gott sei Dank. Et alors, en plus, j'ai eu une chance folle parce que moi, je ne les montrais pas comme on fait dans nos traditions. On montre pas le couple mariage. Ja, und ich habe mich also an unsere Tradition gehalten. Also man zeigt vor der Ehe das künftige Paar nicht. Il y avait deux ou trois blancs dans mon équipe, des Français,
qui est dans le romantisme, il voulait que je les montre ensemble. Ja, und also so im Dreh, als ich den Film gedreht habe, gab es im Team 2 bis 3 Franzosen und die waren sehr romantisch veranlagt und die wollten also unbedingt, dass man das Paar vorher zusammen sieht. Voilà. Alors ils disaient, ce serait tellement mignon, mets-les ensemble, mets-les ensemble. Und die haben gesagt, ach, das wäre doch toll, also bring die mal schön zusammen. Et moi je disais, non, 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 comment on dit non en allemand? Nein. Je dis non, 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 on les met jamais ensemble. Ja, und ich habe gesagt, nee, nee, also nein, nein, das geht einfach nicht. Man kann sie nicht zusammen zeigen. Et pourquoi j'ai eu de la chance? Und warum habe ich jetzt Glück gehabt? Parce que l'acteur qui devait jouer le fiancé en France, c'était un acteur du Niger. Und der Schauspieler, also der den Verlobten in Frankreich zeigen, also darstellen sollte, das war ein Mann aus dem Niger. Au dernier moment, l'ambassade de France au Niger. Und im letzten Moment hat also die französische Botschaft in Niger a refusé sa demande de visa. So seinen Visumsantrag nicht hat seinem Visumsantrag nicht stattgegeben. Alors qu'il nous connaissait depuis 2 ans, qu'il savait tout était prêt, mais ils ont refusé le visa. Ja, und das, obwohl also die uns seit 2 Jahren kannten und alles soweit vorbereitet war. Et on avait tourné au Niger. Après, on devait venir tourner en France. Und wir hatten also auch bereits im Niger gedreht und sollten dann auch in Frankreich drehen. Alors, imaginez que je les ai montrés ensemble au Niger. Mon film était foutu. Parce qu'il ne vient pas en France. Je ne peux pas tourner les scènes à l'université, dans les balades en France. Ja, und dann stellen sich mal vor, also ich hätte die beiden im Niger zusammen gezeigt und ja, es wäre dann einfach nicht gegangen, das in Frankreich zu machen. Voilà, donc comme je ne les ai pas montré, j'ai pris un acteur en France qui a joué le rôle. Ja, und da ich sie also im Niger nicht zusammen gezeigt habe, konnte ich also in Frankreich dann auch einen anderen Schauspieler nehmen. Sinon mon film était foutu. Ja, und ansonsten wäre der Film nie zu Ende gedreht worden. Comme quoi, c'est bien de pas les montrer ensemble. Also Sie sehen, das hatte also Vorteile, sie nicht zusammen zu zeigen. Ja, ich möchte zu dem Film als erstes mal sagen, es ist, glaube ich, einer der schönsten Filme, die ich je im Leben gesehen habe. Und ich habe schon ein ordentliches Alter und viele Filme gesehen. Also ich möchte Ihnen sehr danken für die unglaubliche Ästhetik, die in diesem Film auf der Leinwand erscheint. Es ist wirklich überwältigend, einfach nur vom Ansehen. Und gleichzeitig ist es sowas, ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute existiert. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, in welcher Zeit spielt das eigentlich, weil es immer zu mich erinnerte an 1001 Nacht. Also diese beiden Welten nebeneinander, diese Paris-Szenen, diese kurzen, und dann diese Welt in der Sahelzone, und ich war da nie. Und ich habe vor 2 Tagen Félicité gesehen, das kennen Sie vielleicht auch. Da war ich so entsetzt über die Lebensverhältnisse, die da gezeigt wurden, dass ich unbedingt in diesen Film gehen wollte, in der Hoffnung, dass ich was anderes sehe von diesem Kontinent. Und deshalb wollte ich Sie einfach mal fragen, ist das wirklich noch eine Realität, die existiert? Alors, Félicité, que je n'ai pas vue, se passe en Afrique centrale. Et moi, je suis d'Afrique de l'Ouest. Also, Félicité, ich habe den Film nicht gesehen, der spielt aber in Zentralafrika. L'Afrique, c'est très, très grand. C'est plus grand que l'Europe. Und Afrika ist größer, viel größer als Europa. Il y a 56 pays. Es gibt 56 Länder. Il y a plus de 3000 langues.
Und über 3000 verschiedene Sprachen. Nous, on n'a pas fait comme vous, on n'a pas tué nos langues. Und wir haben es, also wir haben es nicht so gemacht wie ihr. Wir haben also unsere Sprachen nicht getötet. Enfin, pas encore. Noch nicht. Et oui, ce que je montre ça, aujourd'hui, ça existe. Das, was ich zeige, das gibt's heute. Mais, par exemple, c'est pour ça que j'aime montrer cette architecture. En ce moment, d'abord, nos architectures, nos villes ont été détruites par les conquêtes coloniales. Ich muss vorausschicken, viele unserer Städte wurden also im Laufe kolonialer Eroberung zerstört. Et ce qui reste est en train d'être détruite par nous-mêmes. Und das, was noch übrig ist, wird von uns zerstört. Parce que malheureusement tout le monde rêve d'Occident. Weil unglücklich, also leider viele also von der westlichen Welt träumen. Et tout le monde veut avoir des tours comme à Manhattan. Und alle so Türme haben wollen wie in Manhattan. Et donc moi tout ce que je peux faire c'est montrer ce qui reste. Und mir bleibt also daher nur, dir das zu zeigen, was noch steht. Là, au Niger, dans la capitale à Niamey, il y a le musée qui a cette architecture. Parce que je devais tourner dans le sultanat, je n'avais pas assez d'argent, je n'ai pas pu aller. Mais le musée a gardé l'architecture du sultanat de Damagara, donc j'ai pu tourner au musée. Ja, und eigentlich hätte ich ja wollen im Sultanat von Damagara drehen wollen. Dafür hat mir aber das Geld gefehlt. Ich habe mich also auf das Museum in Niamey beschränkt und konnte dort drehen. Mais il y avait quelques palais même dans la ville de Niamey. Il reste plus que un ou deux palais. Und selbst in einer Stadt wie in Niamey, da bleiben also gerade, also stehen gerade noch mal ein oder zwei Paläste. Alors sinon, toute cette façon de vivre, cette quête de l'harmonie, beaucoup de respect, le calme, la tranquillité, le fait qu'on ne lève pas la voix, ça existe. Und diese ganze Welt, also diese Höflichkeit, der innere Frieden, dass man also auch nicht laut wird, das alles gibt es noch. Et j'ai grandi dans cet univers-là. Und in so einer Welt bin ich groß geworden. Je me sentis comme dans un rêve, mais une fois avant qu'elle est partie, cette jeune fille, une voix a dit c'est peut être dangereux. Et vous avez mis une scène des patrouilles, je ne sais pas ce que vous voulez dire avec ça. Et c'était dangereux, elle a dit, et je pensais à. Ça ne peut pas être dangereux, mais les militaires, ou qu'est-ce que ça? C'est une patrouille, ils sont venus de gauche à droite. Pourquoi? Mais ça. Wollen Sie es auch selbst übersetzen oder soll ich? Comment? Ach nee, so. Ich kann es. ja, es ging ja einfach darum, ich habe. Also, ich wollte jetzt sagen, dass das wie ein Traum war. Und eine Stimme sagt, bevor die junge Dame abreiste oder mit den Kamelen, es kann gefährlich werden. Und die ganze Zeit dachte man, es kann überhaupt nicht gefährlich werden. Und dann tauchte von links nach rechts, nicht von rechts nach links, diese zwei Autos auf mit Militär. Und das brachte eine Stimmung, die sie ja auch schon jetzt eben erklärt hat, es ist nicht mehr das Ideal. Ich habe es versucht darzustellen. Und woher kommen diese Militärs und was hatten sie beabsichtigt? Il y avait pas de rêve. Elle partait, elle devait amener l'argent de notre mariage. Et c'était une façon de pour sa mère de l'envoyer changer un peu les idées. Also da gab es keinen Traum, sondern es ging ja drum, also um dieses Geld auch zu. Non, c'était tout le film, c'était comme un rêve. Et pour elle, comment sortir du rêve, c'était les militaires en jeep, les deux. Je suis en train de répondre. Also Entschuldigung.
Et donc, la tante, quand la tante est venue, parce qu'elle veut quitter son mari, elle a dit, les routes sont dangereuses. Ja, und das, also ich wollte keinen Traum zeigen, sondern als die Tante gekommen ist und das Geld für die Eheschließung beibringen wollte, da hat sie gesagt, die Straßen sind gefährlich. Et c'est pour ça que sa mère, quand elle part, elle dit, fais attention, ça devient, c'est dangereux. Und aus diesem Grund hat die Mutter zu ihr gesagt, ja, wenn du also fährst, pass auf, die Straßen sind gefährlich. Parce que je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais dans le Sahara, il y a beaucoup de troubles. Je sais pas si vous êtes au courant. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten Sie leben, aber derzeit gibt es also viel Unruhe in der Sahara, in der Sahelzone. Depuis au moins 50 ans. Mindestens die letzten 50 Jahre. Parce que dans le Sahara, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a de l'or, il y a du sel. Ja, weil in der Sahara gibt es Gold, Erdöl, Salz und andere Bodenschätze. Voilà. Donc, je voulais aussi montrer que l'armée patrouillait dans le Sahara. Que, bien sûr, s'il y a une famille là, aristocratique, ça se passe bien, mais qu'il y a aussi du danger à côté. Ja, ich wollte ja auch zeigen, dass auf der einen Seite, okay, die aristokratischen Familien, schön und gut, aber ja, es gibt auch die Militärs und die Armee, die ebenfalls dort sind. J'ai répondu à la question. Habe ich damit jetzt die Frage beantwortet? Danke. Je crois qu'il y a une, je peux, il y a une question ici. Là, et puis là. Ça fait un moment qu'elle demande. Assalamu alaikum. Aussi, je sais parler le français, mais c'est il y a longtemps que j'ai parler français, mais j'ai eu deux questions. La première question est à Niger, pendant un mariage, est-ce qu'on voit le couple ensemble ou non pendant la... Oui, c'est, j'ai répondu, on ne voit pas le couple ensemble. Pendant le mariage, non? Non. Ah. Pendant le mariage, non? Non, on ne les voit pas ensemble, on les voit après. D'accord. Mais pendant le mariage, tout le rituel, ils sont pas ensemble. Ah, okay. Also nochmal die Frage, es war die Frage, also sieht man also auch bei der Eheschließung das Paar nicht zusammen? Die Antwort war nein, sondern erst hinterher. Mm-hmm. Et l'autre, il y avait une autre histoire de mariage dans le film, mais j'ai pas bien compris le comportement de la Braut, de la femme qui allait se marier, parce qu'elle a aussi eu un diadème, mais j'ai senti un sens de violence et je ne sais pas si c'était comme quelque chose qui a une autre signification ou si vraiment cette femme ne voulait pas se marier. Alors, merci. Es war also ich hatte ein Gefühl, da gibt es noch eine also Hochzeitsvorbereitung. Da war eine Frau mit also einem Band, so einem Sternband. Und ich hatte auch das Gefühl, da ist so eine gewaltvolle Szene. Können Sie darüber noch etwas sagen? Alors, on voit bien quand même que la jeune fille, elle est complice. Puisqu'elle dit, il faut m'attacher les lèvres, la bouche, il faut m'attacher les bras. On voit bien qu'elle est complice. Ja, man sieht ja sehr gut, dass dieses junge Mädchen also Komplizin ist. Sie hat ja gesagt, also ja, verbinden Sie, also ketten Sie mir die Hände an und schließen Sie meinen Mund. J'ai écrit ce scénario il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, personne ne connaissait Maiduguri, que tout le monde connaît maintenant à cause de Boko Haram. Ja, und ich habe also das Drehbuch vor 10 Jahren geschrieben und damals wusste niemand, was und wo Maiduguri ist und heute ist es bekannt wegen Boko Haram. Maiduguri, c'est une ancienne ville aussi de chez nous, très très belle ville ancienne, qui est construite depuis des siècles. Und das ist ja also, Maiduguri ist eine herrliche, uralte Stadt. Im Niger.
Et moi, je ne sais pas au Niger. Parce que c'est les États Haoussa. Le Niger, ça existe depuis 50 ou 60 ans. Et ces États-là existent depuis des siècles. Okay. Donc, mais c'est les États Haoussa qui sont aujourd'hui au Nigeria. Ja, und ich wurde gerade korrigiert, also es geht nicht, dieses Maiduguri, das befindet sich also nicht im Niger, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, sondern das sind Hausa-Staaten, die in den Grenzregionen liegen. Donc quand je parle, je dis pas Niger, parce que dans mon truc, c'est les mêmes États, ou les mêmes royaumes, ou les mêmes empires. Ja, und das sind also die gleichen Königreiche und die gleichen Mächte. Qui sont sur plusieurs pays, mais c'est le même peuple, la même langue. Und es sind mehrere Königreiche über, also damals mehrere Königreiche, heute über mehrere Landesgrenzen, also über mehrere Länder verteilt. Donc moi j'ai jamais mis les pieds à Maiduguri, mais ça m'a toujours fait rêver parce que on a des liens familiaux avec l'émir de Maiduguri et tout ça. Et je voulais voilà que le fiancé vienne de Maiduguri. Et puis quand j'ai écrit, et puis 8 ans après, il y a eu les jeunes filles qui ont été enlevées à Maiduguri, les filles qui ont été kidnappées. Ja, und wie gesagt, ich wollte da immer mal hingehen, also auch um die alten familiären Beziehungen, also aufgrund alter familiärer Beziehungen, aber das klappt, hat bis heute nicht geklappt. Und dort wurden, also in dieser Stadt wurden also die jungen Mädchen von Boko Haram gekidnappt. Mais j'ai écrit mon scénario avant. Ja, und ich habe aber mein Drehbuch lang davor geschrieben. Parce que j'avais envie de décrire la tradition du kidnapping. Ich wollte also die Tradition des Kidnapping beschreiben. En général, quand les familles ne sont pas d'accord pour un mariage. Und zwar dann, wenn die Familien also nicht mit einer Ehe einverstanden sind. Quelle que soit la raison. Aus welchen Gründen auch immer. Le couple organise un kidnapping. Und dann organisiert also das Paar ein Kidnapping. Voilà. Alors, c'est pour ça que quand il dit je viens te chercher, elle dit si tu me mets pas un baillon, je vais hurler. Parce qu'il faut pas qu'on comprenne qu'elle est tellement amoureuse qu'elle va le suivre. Il faut qu'elle comprenne qu'on l'a attaché. Ja, und es wäre jetzt so einfach, wenn sie, oder man kann nicht sagen, ich folge dem Mann jetzt aus Liebe, deswegen muss man also dann sagen, ja, fessel mich und so weiter. Donc la vraie tradition du kidnapping dans le Sahel, c'est quelque chose qui est arrangé dans le couple. Und also das eigentliche Kidnapping in der Seilzone, das hat also was mit der Liebe und der Paarbeziehung zu tun. Et après, ça donne, c'est perverti, parce que und dann wurde es pervertiert. Et aussi, quand un homme amoureux, il pose ses armes par terre. Ja, und wenn ein Mann also verliebt ist, dann legt er also seine Waffen nieder. Parce que quand on est amoureux, ben on est désarmé. Denn wenn man also verliebt ist, dann ist man also entwaffnet. Et quand une femme est amoureuse, elle veut le montrer. Quand elle rentre de la rivière avec l'eau sur la tête, elle fait semblant qu'elle a trébuché, ça tombe et elle va se cacher parce que ses copines vont se moquer d'elle. Ja, und wenn eine Frau dann verliebt ist und Sie haben das ja gesehen mit der Szene mit dem Wasserkrug auf dem Kopf, dann am Fluss, dann kann sein, dass der Krug zu Boden geht. Et moi, je trouve tout ça très érotique. Und ich halte das, also ich finde das alles sehr erotisch. C'est mieux que de dire je t'aime. Ja, und besser als einfach zu sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich. Elle fait semblant. Elle fait semblant que l'eau tombe. Ah. Also das ist jetzt kein Unfall, sondern man tut so, als ob. Können Sie vielleicht noch was sagen zu der Szene, wo Sie in dem Fluss den Mond sieht, das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
J'aime beaucoup cette scène. Oui, oui. Alors, j'aime beaucoup cette scène et ça a pratiquement disparu maintenant. Also ich mag diese Szene, aber so diese Praxis, die da gezeigt wird, das gibt es heute so gut wie nicht mehr. Nous, on a des années lunaires. Wir haben also Mondjahre. Et vous, vous avez les années solaires. Und Sie haben Sonnenjahre. Par exemple, Noël chez vous, c'est toujours le 24 décembre. Weihnachten fällt bei Ihnen immer auf den 24. Dezember. Et le nouvel an, c'est toujours le 31 décembre. Und das neue Jahr oder Silvester ist immer der 31. Dezember. Nous, les années lunaires, ce n'est jamais la même date. Und bei uns, also in diese, nach diesem Mondzyklen, das ist nie das gleiche Datum. Le nouvel an peut être l'hiver, peut être le printemps, peut être l'été, parce que c'est la lune. Ja, und das neue Jahr kann also praktisch in allen, auf alle vier Jahreszeiten fallen, je nach Mond. C'est beaucoup plus rigolo que d'avoir toujours la même l'hiver. Ja, das ist ja so, Noël, das ist toujours l'hiver. Lustiger, als wenn das immer so gleichbleibend ist. Et donc, quand la période arrive, on va chercher la nouvelle lune, parce que la nouvelle année, il faut qu'un œil humain ait vu la nouvelle lune. Voilà. Ja, und das neue Jahr kann nur dann anbrechen, wenn also ein menschliches Auge es erblickt hat. Et donc, il y a des groupes de personnes la nuit qui vont chercher la lune. Ja, und es gibt dann nachts Gruppen, die sich auf die Suche nach dem Mond begeben. Alors, en principe, c'est interdit aux enfants. Grundsätzlich ist das Kindern untersagt. Mais moi, ma gouvernante, elle me cachait dans son pagne et elle m'a amené avec elle. Ja, und meine Gouvernante, die hat mich also in ihrem Tuch versteckt und ich konnte dann auch mit. Et donc, c'est très dur de retrouver cette lune dans le ciel. Und es ist also ganz schön schwer, diesen Mond am Himmel zu finden. Très souvent, on retrouve le reflet dans l'eau. Und ganz häufig findet man nur den Reflex im Wasser. Et ça a disparu parce que ces enfants qui sont dans le film, quand j'ai dit on va aller chercher la lune, ils savaient pas de quoi je parlais. Ja, und die Kinder im Film, also als ich bei den Dreharbeiten zu denen gesagt habe, ja, also jetzt suchen wir den Mond, wussten die überhaupt nicht, von was ich geredet habe. Parce que ça fait longtemps que l'Occident est venu chez nous. Ja, es ist schon lange her, dass also der Westen zu uns gekommen ist. Que les Blancs ont dit que nous, on ne sait pas compter. Der Westen hat gesagt, wir wüssten überhaupt nicht, oder wir könnten überhaupt nicht zählen. Et qu'ils vont nous montrer. Jusque dans 1000 ans, quand vous tapez sur Internet, vous allez savoir quand est-ce qu'il y aura la nouvelle lune pour le nouvel an. Ja, und dann hieß es halt, ja, da muss man nur mal so Computer einstellen und gucken und dann weiß man auch, wann das neue Jahr anfängt. Et puis ils ont apporté quelque chose chez nous qui s'appelle télévision et dans la télévision il y a la météo et la météo dit dans 3 mois, tata, c'est la nouvelle lune. Ja, und dann kam auch noch das Fernsehen und in dem Fernsehen gibt es auch einen Wetterbericht und da heißt es auch, ja, in 3 Monaten gibt es also einen neuen Mond. Donc ça veut dire que l'Occident enlève toute poésie aux choses. Ja, und das heißt ja, dass der Westen also den Dingen ihre Poesie nimmt. Parce que c'est l'époque où les enfants donc scrutent la lune, où les parents et les grands-parents expliquent la position des astres, l'heure par rapport aux astres, la saison et tout ça, qu'ils vont étudier les étoiles et le cosmos. Ja, und diese Zeit, wo man also nach dem Neumond sucht, das ist nicht nur die Suche nach dem Neumond, sondern dann
orientiert man sich oder wird dann auch beigebracht, so wie die Sterne stehen, die Astrologie, also das Zahlen. Also es hat eine ganze Menge anderer Funktionen noch. Et c'est de très très belles soirées qu'on passe ensemble à plusieurs. Et puis quand quelqu'un voit la lune, il y a les tambours qui battent partout. Ça voyage dans 1000 kilomètres, il va prendre la lune, et etc., etc. Et c'est très très beau. Et ja, und in dieser Zeit, also in dieser Zeit verbringt man auch viel Zeit zusammen. Die Trommeln werden nächtelang, erklingen nächtelang, und man begibt sich also auf Reisen, auf der Suche nach dem Mond. Voilà, c'est presque fini. Ja. Et aussi, par exemple, en France, quand arrive cette période de la nouvelle lune, les informations, j'entendais, ils disent, mais ils sont jamais d'accord, le Maroc, c'est aujourd'hui, le Sénégal va faire demain, et puis le Niger, avant-hier. Mais c'est parce qu'il faut que ce soit l'œil humain qui voit la lune. Ja, und wenn man das dann so in Frankreich verfolgt und dann gibt es immer verschiedene Angaben, dann heißt es, ja, okay, jetzt der Neumond ist in Marokko, ist es dann, im Niger ist es 2 oder 3 Tage später. Und dabei wird aber übersehen, das Allerwichtigste, dass ja der Neumond, also dieser Mond nur anbrechen kann, wenn das menschliche Auge ihn gesehen hat. Voilà, donc ça peut pas être le même jour. Ja, und das kann dann natürlich nicht am gleichen Tag sein. Est-ce que j'ai répondu? Habe ich damit die Frage beantwortet? Ja, ich finde, das ist jetzt eigentlich auch ein ganz schönes. Je voulais dire aussi, il y avait la nouvelle lune. Je voulais raconter une histoire par. Oui, les musiques. Parce que souvent, on m'a demandé pourquoi il y a l'Ave Maria de Gounod. Parce qu'à un moment, le médium, il dit, je vais appeler tous les esprits. Ja, die Frage, die mir immer wieder auch gestellt wurde und wurde, ist, wie ist es mit der Musik? Man hört ja auf der einen Seite also das Ave Maria und ich erinnere nur daran, dass das Medium irgendwann in dem Film, also das Medium in dem Film gesagt hat, ich rufe alle Geister. Parce que pour appeler tous les esprits, pour réunir tous les esprits, donc j'ai mis les musiques, j'ai mis la voix du Muezzin qui appelle à la prière, j'ai mis l'Ave Maria de Gounod. Et j'ai mis les esprits, je pense que vous sentez les esprits des animistes avec la poule qui boit de l'eau, avec la feuille qui fait comme ça, qui est dans l'air. Et voilà, c'était ma façon de réunir tous les esprits. Ja, und meine Art, also die Geister alle zusammenzubringen, war, indem ich halt das Ave Maria von Gounod genommen habe, die Gebetsaufrufe des Muezzin und dann auch, und es gab ja dieses Huhn, dann auch so die Blätter, die sich bewegen, das sollte also, das symbolisiert die Geister der Animisten. Parce que ça vient de quelque chose de historique chez nous. Ja, und das hat also auch historische Gründe. Royaume de Ségou. Das Königreich von Ségou. En Afrique de l'Ouest. In Westafrika. Quand on vient faire on veut faire le Dschihad au Royaume de Ségou pour les islamiser. Und als man also den Dschihad in diesem Königreich von Ségou gemacht hat, um es zu islamisieren. Et ce sont voisins, El Hadj Omar, ils sont des alliés, qui est parti en visite officielle à la Mecque et qui s'est converti à l'islam et qui est revenu pour convertir son voisin, le roi de Ségou. Ja, und die Nachbarn, die haben also die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht, sind dann zurückgekommen und das auch, und die wollten also das Nachbarland, also Nachbar-Ségou, also auch islamisieren. Et quand ils ont assiégé la ville, le roi ne comprenait pas, puisque ce sont des alliés, donc il a envoyé
quelqu'un pour dire, mais pourquoi tu me fais la guerre? On est des amis. Ja, und dann gab es Missverständnisse und dann wurde ein Bote ausgeschickt und dann war die Frage, ja, warum willst du jetzt überhaupt mit mir Krieg führen? Wir sind doch Freunde. Et il a dit, parce que je veux que tu prennes mon Dieu, ma religion, mon Dieu. Und dann die Antwort war, ich möchte, dass du meine Religion übernimmst, meinen Gott. Et le roi renvoie le messager et lui dit, mais on va pas faire la guerre pour un Dieu. Plus il y a de Dieu, et mieux on est protégé. Ja, und die Botschaft, also der König hat dann seinen Botschafter wieder zu dem anderen geschickt und hat gesagt, ja, also wir werden uns doch nicht wegen eines Gottes bekriegen. Je mehr Götter es auf der Welt gibt, umso besser sind wir geschützt. Donc je prends ton Dieu avec plaisir. Also ich übernehme deinen Gott mit Freuden. Et El Hadj Omar a dit non. Moi, mon Dieu, il fonctionne tout seul. Il faut que tu tues tous tes dieux. Ja, und der Hadj hat aber dann gesagt, nee, das geht nicht. Also mein Gott, der ist der Einzige und der hat kann keine anderen Götter neben sich ertragen. Et à ce moment-là, le roi a dit non, je ne peux pas détruire mes dieux. Et ils ont fait la guerre, ça a duré des années, ja, des générations, plus de 20 ans. Dann der andere hat gesagt, nein, also ich kann auch nicht auf meine Götter verzichten. Und weil sie sich nicht einigen konnten, haben sie sich dann über 20 Jahre bekämpft und bekriegt. Alors, l'Islam a fini par gagner, parce qu'on est tous musulmans maintenant. Ja, und der Islam hat also gewonnen, weil jetzt also alle Moslems sind. Mais je pense qu'en réunissant tous les dieux, peut-être qu'on finira par s'entendre un jour. Ja, und ich glaube aber, dass wenn wir alle Götter so zusammenbringen, werden sie sich irgendwann auch verstehen. Et aussi quand j'écris un scénario, dès que je commence à écrire, c'est les musiques qui viennent m'habiter. Und sobald ich ein Drehbuch schreibe, kommen also auch immer die entsprechenden Musiken dazu, die dann also wirklich mich begleiten, in mir sind. Donc là, je crois que vous avez reconnu le prélude de Bach que je joue du piano. Ja, und wie gesagt, sicherlich haben Sie also das Präludium von Bach wiedererkannt. Ich spiele Klavier. Et puis les suites pour violoncelle aussi. De und dann natürlich die Cello Suiten. Et voilà. Et parfois, je suis obligée d'adapter la musique parce que la musique, ça m'habite et que je ne peux plus m'en séparer. Donc, mais en général, ça fonctionne bien. Ja, und so, das, ich gehe dann auch von der Musik aus, weil die also wirklich so stark in mir sind und dann kann ich das auch gar nicht mehr stoppen. Et le magnifique guitariste qui fait la musique du film et qui chante, qui s'appelle Ali Johnny Meiga. Und der herrliche Gitarrist, der auch singt, und er heißt Ali Johnny Meida. Personne ne connaît à part nous. Ja, und den kennt keiner außer uns. Et quand je faisais le film que j'ai pris pour faire la musique. Und ich habe ihn also auch gebeten, in dem Film mitzuwirken. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, si le film va à l'international, on va le connaître, parce qu'il est magnifique. Und ich habe mir auch gedacht, wenn der jetzt in dem Film mitwirken kann, und bislang hat ihn ja keiner gekannt, und wenn der Film dann auch international in mehreren Ländern zirkuliert, dann kann sich das ja auch ändern und er könnte bekannter werden. Et puis quand on a fini le film, il est mort quelques semaines après, même pas un mois, 15 jours après. Ja, und kaum das etwa 2 Wochen, nachdem der Film fertiggestellt war, ist er aber gestorben. Je pense que je suis la seule qui l'a enregistré comme ça. Und ich glaube, ich bin die Einzige, die ihn überhaupt so aufgenommen hat. Voilà, la vie c'est comme ça. Ja, und so ist das Leben. Aussi, Il y a une autre femme dans le film qui est Alpha Batata.
Et je pense que, j'espère que j'ai compris sa signification, mais peut-être que je n'ai pas bien compris, alors peut-être vous voyez encore expliquer. Ja, also wie ist denn, also da gab es ja noch in dem Film diese Frau Alpha Babata, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig kapiert habe, was mit der los war. Könnten Sie noch ein paar Worte zu dieser Figur sagen? Alpha Babata, c'est un clin d'œil à la Madame Butterfly de Puccini. Ja, das ist also so ein Augenzwinkern oder so ein Hinweis auf Madame Butterfly von Puccini. Parce qu'un jour j'écoutais la radio en France. Also ich habe eines Tages also Radio in Frankreich gehört. Et le journaliste parlait de Madame Butterfly qui allait passer à l'Opéra de Paris. Und der Journalist hat also gerade erzählt, ja, also es gibt demnächst in der Oper von Paris Madame Butterfly. Et il disait, vous voyez les Américains comment ils étaient dégueulasses, ils sont allés au Japon, ils ont abusé des femmes et tout ça. Und hat dann aber auch gesagt, ja, also die Amerikaner, also die haben ja keine Skrupel, also die sind nach Japan und andere Länder gereist. Ich savais pas que les Français ont fait exactement la même chose. Und es wurde aber nicht erwähnt, dass die Franzosen das Gleiche gemacht haben. Voilà. Ja, und die haben, also die wurde vergewaltigt. Ils ont fait la même chose, ils sont venus dans nos pays, ils ont fait semblant d'épouser des femmes qu'ils épousaient pas, oui, ils ont violé. Et, mais dans ces histoires-là, parfois il y avait des vraies histoires d'amour, mais le racisme empêchait que le mariage se fasse. Ja, und bei diesen, also oft wenn die Männer halt angekommen sind, dann haben sie also Beziehungen zu Frauen aufgenommen, sie also auch vergewaltigt. Manchmal waren das auch echte Liebesgeschichten, oft war es aber so, dass der Rassismus eine Eheschließung verhindert hat. Et donc on voit que cette femme, elle a été aimée par le blanc, colon, et qu'il a dû partir, et il a dit qu'il revient au printemps, et puis le printemps, elle attend. Ja, und wie gesagt, da gab es eine Beziehung zwischen also einem Weißen, also einem Kolonisator, und er hat ihr offensichtlich auch die Ehe versprochen und wollte wiederkommen, was er aber nicht getan hat. Et le blanc devait être amoureux parce qu'il lui a construit une belle maison et puis il lui a offert une bague en diamant. Elle a un châle Hermès, elle a des assiettes Hermès dans le film. Voilà. Ja, und er wird sie wohl auch geliebt haben, weil er hat ihr dieses Haus hingestellt, hat ihr Schmuck geschenkt. Ja. Würden wir jetzt zum Schluss kommen. Vielen Dank. Merci. Merci beaucoup. Vielen Dank fürs Kommen. Ich danke für die Übersetzung. Merci. Merci pour l'interprétation. Je n'étais pas toujours à la hauteur de vos paroles. Merci.